In der Hallenhandball-Bundesliga hat es Aufsteiger OSC Rheinhausen wahrlich schwer. Ein kniffliges Auftaktprogramm an den ersten drei Spieltagen bescherte bisher nur den 15. Platz. Spielen musste Rheinhausen heute gegen TuS Essen, einst die Mannschaft der 80er Jahre, aber im Moment auch überraschend nur Tabellenletzter. Also vom Kellerduell meldet sich Johannes Krause. Große Handballbegeisterung beim OSC Rheinhausen, dem Team, das nach 14 Jahren wieder in der ersten Bundesliga spielt. Der Aufsteiger in Gelb mit einem glänzenden Start. Hier das 4:2 durch Daniel Stephan, den 20-jährigen Mittelspieler. Ein Riesentalent, von dem man eine ganze Menge für die Zukunft erwarten darf. TuS Essen nach wie vor stark ersatzgeschwächt, heute ohne Vier, ohne Ahrens, Fakowiak, Menke und Hafner. Und das zeigte sich in den Anfangsminuten. Gegen die Begeisterung der Rheinhausener hatten die Essener wenig entgegenzusetzen. Michael Beck, das 6:2 nach 15 Minuten. Und die mehr als 2000 Zuschauer in der Rheinhausener Sporthalle an der Krefelder Straße aus dem Häuschen. Essens Trainer Jürgen Hahn, im Moment wahrlich nicht zu beneiden, ermahnt zur Ruhe. Und das gegen einen Aufsteiger. Tutschkin, er wenigstens zeigt deutlich aufsteigende Form. Der Weißrusse, der Linkshänder mit seinen gewaltigen Sprungwürfen, er verkürzt auf 3:6. Imponierend, wie spielerisch teilweise die Rheinhausener zum Tor kamen, dann allerdings wie in diesem Fall durch Alexander Römernow am überragenden Stefan Hecker scheitern. Alexander Römernow, 82, war ja bereits Weltmeister bei der WM in Deutschland. Er hat sicherlich entscheidenden Anteil daran, dass Rheinhausen in die erste Liga aufsteigen konnte. Jochen Fratz, auch er wieder einer von den Rekonvaleszenten. Nach seiner Knieverletzung sicherlich noch nicht ganz wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, aber heute auch er mit aufsteigender Form. Hier so ein Schleuderwurf zum 4:6. Hans-Joachim Gossow, der Rheinhausener Trainer, übrigens früher auch schon einmal in Essen beim TuS spielte. Daniel Stephan, ein super Tor, noch einmal des Mittelspielers, der da Stefan Hecker mit einem Heber überlisten kann, sein Team wieder mit 2 Toren in Führung bringt und dafür sorgt, dass der OSC Rheinhausen zur Halbzeit etwas überraschend mit 9:7 führt. Ein Wermutstropfen allerdings, dass Michael Beck, der dreifache Torschütze der ersten Halbzeit, mit einem Nasenbeinbruch ausscheiden musste. Er hatte einen Ball voll ins Gesicht bekommen und das merkte man dem Rheinhausener Spiel deutlich an. Anders die Essener. Alexander Tutschkin mit 2 Toren in Folge sorgt er dafür, dass es ab der 45. Minute ausgeglichen stand. Hier sein Treffer zum 12:12. Schwierige Phase natürlich für den Aufsteiger. Jetzt die Frage, wer traut sich, wer übernimmt da die Verantwortung? Uli Dick tut es und scheitert erneut an Stefan Hecker. Und nun sicherlich bange Minuten für den Rheinhausener Anhang. Denn die Routine der Essener, wie hier, wie von Michael Roth, in solchen Situationen natürlich schwer in den Griff zu bekommen. Da sehen Sie es, wie er sich geschickt absetzt nach diesem Freiwurf und sein Team erstmalig in diesem Spiel mit 13:12 in Führung bringt. Die Nerven, da sehen Sie es, Ballverlust von Olaf Mast und Aufregung natürlich auch an der Rheinhausener Bank. Da mag man einfach die etwas fehlende Routine beim Aufsteiger, anders als bei den Essenern. Jochen Fratz, der da von seiner früheren Position, der Linksaußenposition, fast von der Außenlinie ein Tor erzielt. 14:12, eine Vorentscheidung. Rheinhausen reagierte, brachte Bülent Axen, den zweiten Torhüter, doch auch eher machtlos gegen die Wurfgewalt des 11-fachen Torschützen Alexander Tutschkin, der hier das 16:13 erzielt. Damit war das Spiel dann gelaufen, auch wenn Rheinhausen sich immer wieder auflehnte. Die Mannschaft spielte teilweise herzerfrischend und unbekümmert, doch in den entscheidenden Phasen einfach kurz vor Schluss nicht mehr abgeholt genug, auch wenn hier Uli Dick noch ein Treffer gelingt. Essen gewinnt also die ersten beiden Punkte der laufenden Saison durch einen 20:16 Sieg bei OSC Rheinhausen. Und die Spieler wussten schon, bei wem sie sich heute ganz besonders bedanken mussten, beim Torhüter Stefan Hecker.